Am 1. Dezember des letzten Jahres verstarb der Redaktionsleiter des Fehmarnschen Tageblattes, Herr Heiko Witt. Wir wollen einen Moment innehalten, um den Menschen Heiko Witt zu gedenken, dem diese Sportgala so viel zu verdanken hat. Heiko hat gewollt, dass die Sportgala jedes Jahr stattfindet. Und deshalb lassen Sie uns jetzt, wie gewohnt, beginnen. Heute wird ein Mann ausgezeichnet, der selbst ein aktiver Sportler ist. Mit Fußball, Tennis und Laufen hält er sich fit. Seine Mitstreiter und Weggefährten sagen über ihn, er hat eine neue Ära in unserem Verein eingeläutet. Frau Maas wird ihm jetzt den Jürgen-Matka-Ehrenpreis überreichen. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an Finja Biesemann, Freddy Katz und Thor Arne Höchst und der Iris Stu, die FIMA Leitdänzer. Elisabeth Westphal. Heute präsentieren sich eben die Smarties.
Die Smarties, trainiert und gemanagt von Frau Elke Heiko Witsch.